Was war das damals für eine verheißungsvolle Zeit, als im Süden des Mittelmeers ein Land nach dem anderen von der milden Luft des arabischen Frühlings durchweht wurde. Genau vor 5 Jahren hatten die Demonstranten in Kairo auf dem Tahrirplatz ihr Ziel erreicht. Hosni Mubarak, der langjährige Machthaber, er gab auf. Und so sah das in der Tagesschau am Nachmittag aus. Klaus-Erich Bötzkes schaltet zu Jörg Armbruster in Kairo, Holterdiepolter. Ich versuche mal hier das Mikrofon rauszumachen, um Ihnen diesen unbeschreiblichen Jubel ein bisschen vorzuführen. Wir holen jetzt die Kamera. Bleiben Sie bitte auf Sendung. Wir holen die Kamera und wollen Ihnen zeigen, unter uns, wie die Menschen jubeln, Fahnen schwenken. Der Kameramann kommt. Jetzt müssten die Bilder dann da sein. Ich hoffe, Sie können die Bilder sehen. Wir können die Bilder sehen. Vielleicht sollten wir noch mal für alle Zuschauer, die gerade erst eingeschaltet haben, sagen, es sieht danach aus, als sei Hosni Mubarak soeben zurückgetreten auf dem Tahrirplatz in Kairo. Unbeschreiblicher Jubel, Jubel in der ganzen Stadt. Und die Information, Mubarak sei zurückgetreten, bekam unser Korrespondent Jörg Armbruster vor etwa 1,5 Minuten. Breaking News und totale Euphorie auf dem Tahrirplatz. Aber heute, 5 Jahre später, ist in Ägypten davon nichts mehr zu spüren. Präsident al-Sisi herrscht mit harter Hand, wie man es kannte. Viele Menschen, die Menschen, sehen sich um ihre Revolution betrogen. Volker Schwenk. Erinnerungen an die ersten Jahre nach der Revolution, als in Ägypten noch demonstriert und gefeiert wurde. Das war die Zeit, in der Mado viele Konzerte gab. Ein neues Ägypten schien da noch denkbar. Immerhin hatten sie Mubarak gestürzt. Die Revolution wird sowieso scheitern, dachte ich vor genau 5 Jahren. Ich wollte gar nicht mehr rausgehen, zu Hause war dicke Luft. Und auf einmal hieß es, er ist zurückgetreten. 5 Minuten später war ich auf dem Tahrirplatz. 11. Februar 2011. Plötzlich war er weg. Langzeitdiktator Hosni Mubarak, am Vorabend noch unwillig die Macht abzugeben, tritt zurück. Glücklich reibt sich eine Nation die Augen. Es hatte Tote gegeben, aber die Revolution hatte gesiegt. So schien es. Heute gründen Oppositionelle von damals eine neue Freiheitsbewegung. Nein zur Hinrichtung von Unschuldigen steht auf dem Plakat. Tausende, die heute nicht mit der Regierung einverstanden sind, sitzen im Gefängnis, sagen Menschenrechtsorganisationen. Es gibt keine Freiheit, es gibt keine Sicherheit, es gibt keinen richtigen Fortschritt. Und für die Armen gibt es noch nicht einmal das Überlebensnotwendige. Ich habe noch immer Hoffnung. Wir sind nicht enttäuscht, sondern zornig. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind zornig, weil man uns die Revolution gestohlen hat. Mado tritt heute weniger auf als damals. Und politische Lieder singt er im kleinen Kreis. Bei jedem Auftritt habe ich Angst, dass die Leute anfangen, sich zu streiten. Heute bist du entweder total für das Regime oder total dagegen. Die Freiheit ist in meinem Blut und sie wird nie verschwinden. Irgendwann wird mein Land frei sein. Ich gebe meinen Traum nicht auf.